Wir kommen bei Rothausbus. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute fahren wir in die Schwarzwaldklinik und Hermann kriegt ein Beatmungsgerät. Viel Spaß beim Video. Los geht's nach dem Trailer. Wir sind Rothausbus. Ich bin Alessandra. Und ich bin Björn. Wir haben einen 36 Jahre alten Bundeswehr T3 zu einem Weltreisemobil umgebaut. Immer mit dabei sind Mali und Wilma, unsere beiden Hundedamen. Unser nächstes großes Abenteuer ist Südamerika. Kommt mit und steigt ein. Ma prima di arrivare alla clinica. Es kann nicht ein einziges Mal funktionieren ohne Autopanne. Ey, jetzt läuft uns Diesel aus dem Auto. Ich kann wirklich nicht mehr. Es kann echt nicht sein. Ich dreh durch. Schlauch gebrochen. Schlauch gebrochen. Nach einem Jahr, nach einem beschissenen Jahr bricht der Schlauch. Echt, Leute, unglaublich. Also Motorumbau, Bulli-Zentrale, ich weiß nicht, ob es der richtige Ort ist. Unglaublich. Wir haben es geschafft. Wir sind da. Der große Tag. Heute ist es soweit. Hermann ist dran. Hermann kriegt sein Beatmungsgerät und er wird flott gemacht für die Piste. Es gibt nämlich noch was obendrauf. Dazu aber mehr in der nächsten Woche. Jetzt geht es erstmal ums Beatmungsgerät. Also, das Ding kommt da jetzt rein. Wir haben ja derzeit einen Sportluftfilter drin, also ein offenes System. Darf man ja eigentlich nicht fahren, aber klingt gut und hat Power. Und wenn wir aber den Schnorchel einbauen, brauchen wir ein geschlossenes System. Das heißt, Luft hier rein, Luft da raus oder umgekehrt. Und dementsprechend brauchten wir einen Luftfilter, der in einem Gehäuse ist. Und dann haben wir so einen tollen China-Artikel gefunden und der sollte auch eigentlich voll ausreichen, weil der muss ja nach dem Zyklonfilter nicht mehr viel filtern, sondern nur noch den Feinstaub. Und dafür ist das Teil gut. So, das bauen wir jetzt ein und dann sollten wir gewappnet sein, auch für, schlimme Straßenverhältnisse oder für schwere Straßen oder staubige Straßen oder wie auch immer. Und genau, der kommt jetzt rein. Also wir haben schon mal angefangen, ein großer Teil ist schon raus, Luftfilter ist ausgebaut, guckt mal hier, so also übers Rücklicht, so und hier hinten den Luftfilter ausgebaut und hier kommt jetzt der neue rein. Der Platz sollte eigentlich ausreichen, das sieht gut aus, um dann nach oben hin, also sprich hier oben rein, da lang, hier den Schnorchel reinzusetzen und so wie es aussieht, sollten wir das fehlerfrei hinkriegen. Also wir haben die Problematik, dass wir natürlich den Luftmassenmesser einbauen müssen in den gesamten Weg und wir müssen irgendwie diesen neuen Filter adaptieren mit dem alten Schlauch bzw. mit dem Motorsystem. Und cool ist, da war so eine Gummimuffe dabei und zuerst haben wir gedacht, die ist zu klein, aber mit, wie hast du das genannt, Flutschi? Schnoddi. Schnoddi, mit Schnoddi. Machst du Schnoddi ran, dann geht das. Ja. Nee, auf jeden Fall Schnoddi ran und Schnoddi hat es gebracht. Jetzt sitzt das Ding fest, hier kommt eine Schelle drauf, hier kommt eine Schelle drauf. Wir haben sozusagen einen leichten Vibrationsschutz und dann sollte das gemeinsam adaptierbar sein. Ja, cool, ey, wenn das passt, das wäre ja der Knaller. Ja. Ja, jetzt probieren wir mal, jetzt fixieren wir das mal mit einer Schelle am Luftmassemesser. Und dann gucken wir mal, dass wir wirklich sicher sind, dass das richtig gut hält. Geht ja leichter ab als gedacht. Ja, so soll es halt nachher nicht sein.
Ja, der Scheiß ist, wenn der abfällt, ist natürlich blöd, weil dann kommt ja direkt der Staub rein. Ne? Ja, und du kriegst es erstmal gar nicht mit, weil vor dem Luftmassemesser selber misst er ja noch keinen Unterschied. Heißt, du kriegst es erst mit, wenn die Naturbomben anfangen zu singen. Deswegen soll man schon ziemlich sicher sein, dass das Ding gut hebt. Jetzt ziehen wir jetzt mal stramm an und dann ziehen wir mal am Gummi und gucken mal, ob er runterrutscht. Ich denke, die Gewalt wird da nicht mit Vibrationen drauf kommen. Nee, das sieht fest aus. Also zuallererst mal werden wir das Gitter jetzt ausbauen, um zu gucken, wie wir mit dem Schlauch da hinkommen. Dann wissen wir auch am Ende, wie wir diesen Filter positionieren können, weil der ist natürlich ein bisschen länger als der kleine Luftfilter und der muss da irgendwie rein und drin. Und ich denke, wenn wir den Schlauch vorne anschließen, Dominik meint auch, den können wir dann hochkant montieren, wie hast du gesagt? Ja, so ein bisschen stehend, leicht stehend nach oben. Und dann können wir den direkt anschließen, den Schlauch, und da hochlegen, montieren das unter alles fertig. Und montieren uns dann oben den Zyklonfilter dann nachher dran, der Rest schneiden wir halt ab. Also easy peasy, easy going. Dann wirst du jetzt auch gleich meine seit 15 Jahren haltende. Er hat sich schon gefunden. Das Ding hält nämlich nur mit einem Kabelbinder seit mittlerweile 15 Jahren. Und das macht er wirklich gut hier. Also das Ding kommt jetzt raus und der Schlauch kommt da rein. Wenn er den Zyklon montiert, wenn ihr den bei mir gekauft habt, da sind dann diese Silikonschläuche dabei, die haben 3 Zoll Durchmesser. Der kommt dann von oben nach unten. Den müssen wir dann, so wie die Originalschläuche auch, ein bisschen Blatt drücken, damit er den da überhaupt durchkriegt, weil das ein relativ enger Raum ist. Aber original hat VW das auch so vorgesehen. Nur war da halt so ein komischer Alu-Schlauch drin. Blatt gedrückt, geht er dann da durch, passt dann da durch. Ein wenig hässlich wird es euch, wenn ihr ein Synchro habt und wollt das Ding auf der Beifahrerseite montieren. Dann ist das da drin noch ein bisschen enger, also das gibt ein paar blutige Pfoten. Und empfiehlt sich zu zweit, dass unter einer hochgreifen kann durchs Rücklicht und ziehe, während ober einer nachgibt, dann geht es. Also bei mir habe ich ihn allein nicht einbaut gekriegt, aber schön ist halt anders. Aber es geht. Dafür hebt euch der Schlauch dann auch wieder zeitlang. Und das heißt, du schiebst den jetzt von hier oben durch oder ich helfe dir ein bisschen und genau. Dann haben wir die Verbindung, dass hier oben sozusagen der Schnorchel angeschlossen ist und unten an unserem neuen Luftfilter dann der Schlauch sozusagen ankommt. Genau, den drücken wir jetzt gerade ein bisschen platt. Man sieht ja auch schon, wie er einigermaßen platt wird. Und wenn er wieder ankommen ist, dann unten, können wir ihn ja wieder rund drücken. Dann haben wir ihn unten rund, zwischendrin haben wir dann flach. Vom Durchsatz ist ja egal, die Fläche bleibt ja die gleiche, ob sie jetzt rund ist oder ob sie oval ist, das schenkt sich nichts. Nur zum Durchführen geht es halt in flach besser. Ja super, und da der flexibel ist, geht der durch Vibrationen auch nicht so schnell kaputt wie diese alten Aluschläuche. Ne? Genau. Ich meine schnell kaputt, wir reden ja immer über Zeiträume von 5 Jahren, weil wir auch immer was ist schnell. Ja? Ich denke dadurch, dass es ein Silikonschlauch ist, hält er auch eine Zeit lang. Auf jeden Fall länger wie das Alugeflechtzeug, was original drin war. Und der hält ja auch schon Jahrzehnte kalt und funktioniert dahinter drin. Und ich meine, bei der ganzen Geschichte geht es ja darum, es einfach für den Motor besser zu machen. Also und nicht in Zukunft auf schlechten Straßen oder durch einen zugezogenen Luftfilter keine Leistung mehr zu haben. Und mit dem Schlauch, mit der Arbeit, die man jetzt reinsteckt, wird es wartungsarm. Und das Z, was die T3 Synco Schrauberecke hier macht, ist halt eben das echte Wertarbeit aus dem Schwarzwald. Deswegen Schwarzwald Klinik. Also schon eine geile Nummer. Also ich helfe dir, ich gehe unten mit meiner Hand rein und dann gucken wir mal, ob wir überhaupt bis runter kommen. So, ich nehme das nochmal raus hier. Also, da fällt ja wie von allein nicht da durch. Ich bin schon da. Ja. Wie helfen? Der ist schon längst da. Fertig. Also die Leute unter euch, die einen Transporter fahren, einen Zweiradbetriebenen, funktioniert einwandfrei. Es scheint also nur beim Synchro Probleme zu geben. Da zeigt sich wieder der Vorteil des zweiradbetriebenen Fahrzeugs. Ja, oder Synchro halt und Ansaugung links. Das ist dann natürlich auch die gute Paarung. Brauchst du noch eine Helping Hand? Ja, wenn du eine hast. Genau das habe ich nicht.
Komm her, ich halte den fest. Also, wir haben jetzt den Luftfilter schon mal drin. Ich zeig's mal hier. Guck mal dort. Also dort ist jetzt dieser Carbon-Luftfilter mit der Kupplung. Hier ist der Luftmassenmesser und hier geht's dann rein in den Motor. Und das Ding sitzt. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir den irgendwie festschrauben. Hier waren ja zwei Schrauben drin, die passen jetzt natürlich nicht mehr von der Position. Die müssen wir neu machen. Und dann sollte der Teil eigentlich schon mal erledigt sein. Ja, das heißt, wir haben einen Luftfilter wieder dran. Als nächstes kommt dann der Schnorchel außen dran. Der Schlauch ist oben, der Stutzer haben wir hier. Da kommen jetzt so Distanzhülsen zwischen rein, lange und kurze, die sind im Set dabei. Dafür wären die Kunststoffnippel, die da normal drin sind, oftmals sind sie auch schon kaputt wie hier, die werden rausgemacht. Und dann kommen die Distanzbüchse reingeschraubt. Dann müssen wir das ganze Ding noch verbiegen, geht aber relativ leicht, weil das immer so labriges, dünnes Blech ist. Und die Distanzbüchse stehen uns nachher quasi hinter unserem Filter an. Wir können das Element dann, den Schlauch draufprimmeln, oben einsetzen, hinter andrücken und einfach verschrauben. So, liebe Leute, und hier ist der andere Teil von dem Filtersystem. Und zwar, ich bin mal in der Werkstatt von Dominik. Das ist das Teil. So, ich gehe raus und könnt ihr mehr sehen. Und zwar ist das der Einsatz von einem Traktor. Und da habt ihr ihn. So, jetzt sieht man ihn schön. Und hier drin sammelt sich dann sozusagen der gesamte Staub. Und das Ding kann man einfach auskippen. Das heißt also, wenn ich über eine sandige Straße gefahren bin und was normal alles im Luftfilter hängen bleibt, bleibt das hier drin hängen. Danach kippe ich das Ding aus und fahre einfach weiter. Ja, wartungsarm und tausendfach erprobt, weil jeder Traktor fährt mit so einem Ding. Wenn er das Ding kaufe, ist dann natürlich noch eine Originallänge. Den habe ich jetzt schon kürzt, dass wir da auf die Höhe kommen, aber ja, original wäre er dann noch in dieser Position. Da könnt ihr noch beliebig verfahren, wie ihr noch wollt. Ich denke, eine Flexe sollte jeder Busfahrer daheim haben. Dann kommt das Ding da drauf, die Schelle wird angezogen und das war's. Und wenn der Björn jetzt unter sein Auto liegt, können wir ihn auch mal anmachen. Der Filter ist drin. Wir haben es geschafft, funktioniert. Ein weiterer Schritt Richtung Weltreisemobil ist erledigt. Wir sind reif für die Piste. Das heißt, wir können jetzt mehr Staubpiste ab als vorher. Wenn auch ihr daran interessiert seid, so einen geilen Filter bei euch im T3 einzubauen, dann meldet euch doch mal bei Dominik. Dominik T3 Synchro. Also die T3 Synchro Schrauberecke ist hier oben drüber verlinkt. Und unten in der Beschreibung ist noch ein Link zu seinem Webshop. Bietet da doch einige tolle Lösungen an. Und alles handgefertigt, alles Qualität aus dem Schwarzwald, Edelstahl gepulvert. Also wirklich eine geile Nummer. Meldet euch bei Dominik, der hat sicherlich die richtige Lösung für euch. Wir werden morgen mit Dominik noch ein Luftfahrwerk einbauen ins Auto, weil wir so ein bisschen hinten runterhängen. Also wir haben so ein bisschen viel Gewicht. Mit den normalen Stoßdämpfern sind wir einfach ein bisschen weit unten.
Und wir wollen ein bisschen weiter hoch. Wir hoffen, 3 bis 4 Zentimeter zu schaffen. Allerdings, das gibt es in der nächsten Woche. Die Arbeit machen wir morgen. Für heute ist Schluss. Wir sehen uns nächste Woche und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao! Sorry, I was like, what is he trying to do?